In diesem Video häkeln wir ein paar Schuhe für 50 cm große Sammy-Puppen. Häkle eine Luftmaschenkette mit 11 Luftmaschen plus eine Hebeluftmasche. Ich empfehle meine Häkeln lernen für Anfänger-Serie auf YouTube, falls du gerade erst mit dem Häkeln anfängst. Wickle das Garn zweimal um deinen Finger und mache den hinteren Faden über den vorderen und dann wieder den hinteren Faden über den vorderen und nimm dann den hinteren Faden mit der Häkelnadel auf und dann hast du eine Anfangsschlaufe. Und nun machen wir eine Luftmaschenkette mit insgesamt 12 Luftmaschen. Das ist der Anfang unserer Schuhsohle hier für die Puppenschuhchen. Und in der ersten Runde beginnen wir dann in der zweiten Luftmasche von der Häkelnadel entfernt und machen jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Luftmaschen. Wir beginnen also in der zweiten Luftmasche von der Häkelnadel entfernt und häkeln dann jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen. Und wenn wir dann gleich unser 10. halbes Stäbchen gehäkelt haben, hier ist das 10., dann werden wir jetzt 6 halbe Stäbchen in die nächste Masche häkeln. Also alle 6 halben Stäbchen gehen in die gleiche Masche. Und dann können wir hier am Garnende ziehen, um die Masche ein bisschen kleiner zu machen. Die leiert sich manchmal ein bisschen aus, wenn man da 6 halbe Stäbchen reinhäkelt. Und nun machen wir jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen. Und wenn wir dann die 10 Maschen gehäkelt haben hier, machen wir jetzt 5 halbe Stäbchen in die nächste Masche. Und wir beenden die erste Runde mit einer Kettmasche. Jetzt wäre der gute Zeitpunkt, den Maschenmarkierer zu benutzen. Ich vergesse das irgendwie immer. Und wir beginnen die nächste Reihe mit einer Hebeluftmasche. Und dann werden wir jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen häkeln.
Und als nächstes häkeln wir jetzt jeweils zwei halbe Stäbchen in die nächsten 6 Maschen. Also jeweils zwei halbe Stäbchen in dieselbe Masche. Und das wiederholen wir jetzt 6 Mal. Und anschließend häkeln wir dann jeweils wieder ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen. Und nun häkeln wir jeweils zwei halbe Stäbchen in die nächsten 5 Maschen. Und wir beenden die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und dann werden wir jeweils wieder ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen häkeln. Und nun werden wir dann in einem Muster häkeln, und zwar machen wir zwei halbe Stäbchen in die erste Masche und dann ein halbes Stäbchen in die danach folgende Masche, und das wiederholen wir 6 Mal. Also 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, das machen wir 6 Mal. Zwei halbe Stäbchen in eine Masche und dann ein halbes Stäbchen in die danach folgende Masche. Insgesamt 6 Mal.
Und nun häkeln wir wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen. Und nun häkeln wir wieder in unserem Muster 2121. Jetzt häkeln wir 2 halbe Stäbchen in die erste Masche und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach und so weiter. Das wiederholen wir jetzt 5-mal. 2 halbe Stäbchen und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach. Und wir beenden die Runde wieder mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und nun häkeln wir wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen. Jetzt häkeln wir dann wieder in einem neuen Muster und zwar machen wir diesmal 2 halbe Stäbchen in die erste Masche und dann ein halbes Stäbchen in die Masche danach und in die Masche danach dann nochmal ein halbes Stäbchen. Also diesmal ist das Muster 2-1-1-2-1-1 und das wiederholen wir auch 6-mal. Also 2 halbe Stäbchen in die erste Masche, ein halbes Stäbchen in die danach folgende und nochmal ein halbes Stäbchen in die danach folgende Masche. Insgesamt 6-mal. Und anschließend häkeln wir wieder jeweils ein halbes Stäbchen in die nächsten 10 Maschen.
Nun häkeln wir wieder in unserem Muster gleich zwei halbe Stäbchen in die erste Masche, ein halbes Stäbchen in die zweite und ein halbes Stäbchen in die dritte Masche. Also 2, 1, 1 und diesmal wiederholen wir das fünfmal hier. Und das ist dann auch unsere letzte Reihe hier von der Schuhsohle. Danach machen wir uns dann an die Seiten der Schuhe. Also 2 in die erste Masche hier, dann 1 in die darauffolgende und nochmal ein halbes Stäbchen in die danach folgende und jetzt wieder 2. Und wir beenden die Runde mit einer Kettmasche und beginnen die nächste Runde wieder mit einer Hebeluftmasche. Und in dieser Runde häkeln wir nur in die hintere Schlinge der Maschen oder wie ich das hier mache, in die hintere Schlinge und in eine Schlinge der vorherigen Reihe. Man kann aber auch einfach nur in die hintere Schlinge hier häkeln. Damit beginnen wir jetzt die Seiten der Schuhe zu häkeln. Und machen da feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Und da das ja alles sich immer wiederholt hier, es ist einfach nur feste Maschen in die hintere Schlinge der Masche rundherum, werde ich dann gleich ans Ende der Reihe vorspringen hier mit dem Video. Und wenn du magst, kannst du das Video auf Pause drücken und dann, wenn du am Ende der Reihe angelangt bist, wieder weiterspielen. Damit wir dann wieder weiterhin gemeinsam häkeln können. Jetzt sind wir hier schon gleich am Ende angelangt. Sind wir schon fast am Ende der Reihe wieder und machen dann noch unsere Kettmasche und sind dann auch fertig. In der nächsten Runde beginnen wir wieder mit einer Hebeluftmasche. Und machen dann jeweils ein halbes Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Das ist also wieder eine schön einfache Runde, wo man nicht so viel zählen muss und so weiter. Einfach ein halbes Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Und da werde ich dann auch gleich wieder nach vorne springen ans Ende der Reihe, weil das Video einfach sonst viel zu lang wird und es ist ja vielleicht auch ein bisschen langweilig, immer das Gleiche sich anzuschauen. Und hier sind wir schon wieder am Ende der Reihe und machen noch unsere Kettmasche und sind dann schon am Ende der Runde. Und in der nächsten Runde beginnen wir auch wieder mit einer Hebeluftmasche und machen dann das gleiche nochmal. Also jeweils ein halbes Stäbchen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Damit bauen wir uns dann hier die Seiten des Schülchens und da springe ich dann auch wieder gleich ans Ende der Reihe voran. Da kannst du dann auch wieder das Video auf Pause machen, wenn du magst. Ein halbes Stäbchen in jede einzelne Masche. Da sind wir schon angelangt bei unseren letzten halben Stäbchen der Runde hier. Und beenden dann die Runde mit einer Kettmasche. Und wir beginnen die nächste Runde mit einer Hebeluftmasche. Und jetzt werden wir jeweils eine feste Masche in die nächsten 9 Maschen häkeln. Also feste Maschen für die nächsten 9 Maschen.
Und anschließend häkeln wir ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und dann werden wir jeweils zwei Maschen zusammen abmaschen mit Stäbchen. Also zwei Stäbchen zusammen abmaschen hier. Und wenn du dir das Ganze im Detail anschauen möchtest, kannst du dir in der Häkellernen für Anfänger Serie zwei Stäbchen zusammen abmaschen das Video anschauen. Da wird das Ganze im Detail und schön langsam alles erklärt. Damit fangen wir jetzt an, die Fußspitze für die Schuhe hier zu häkeln, damit die Zehen schön gemütlich eingefasst sind. Also jeweils zwei Stäbchen zusammen abmaschen. Und das wiederholen wir 12 Mal insgesamt. Und anschließend häkeln wir dann wieder ein halbes Stäbchen in die nächste Masche und dann jeweils eine feste Masche in die nächsten 9 Maschen. Und für den Rest der Runde werden wir jetzt einfach halbe Stäbchen wieder häkeln in jede einzelne Masche, bis wir wieder am Anfang oder am Ende der Runde angelangt sind. Da werde ich dann auch gleich zum Ende wieder vorspringen. Und wenn du magst, kannst du das Video wieder pausieren und dann wieder anmachen, wenn du am Ende der Runde angelangt bist mit deinen halben Stäbchen. So, da sind wir jetzt vorgehüpft, machen noch unser letztes halbes Stäbchen und dann eine Kettmasche, um die Runde zu beenden. In der nächsten Masche beginnen wir wieder mit einer Hebeluftmasche und dann machen wir wieder jeweils feste Maschen in die nächsten 9 Maschen. Und dann ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und dann werden wir wieder zwei Stäbchen zusammen abmaschen. Und zwar 6 Mal dieses Mal.
Und dann häkeln wir wieder ein halbes Stäbchen in die nächste Masche. Und anschließend wieder feste Maschen in die nächsten 9 Maschen. Und auch hier werden wir dann die Runde beenden mit halben Stäbchen in jede Masche, bis wir wieder am Ende angelangt sind. Und auch hier spulen wir dann wieder vor oder hüpfen gleich wieder bis zum Ende vor. Und wenn du magst, kannst du das Video wieder auf Pause machen und dann wieder anstellen, wenn du am Ende der Runde angelangt bist mit den halben Stäbchen. Und hier sind wir dann auch schon am Ende und machen unsere Kettmasche. In der nächsten Runde beginnen wir wieder mit einer Hebeluftmasche und dann ist es eine schön einfache Runde. Da machen wir einfach feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum. Also feste Maschen, da muss man nicht so viel nachdenken, kann man sich schön entspannen, das Gehirn abschalten. Die Beine hochlegen, feste Maschen in jede einzelne Masche der Reihe rundherum und da springen wir dann auch wieder nach vorne und beenden die Runde mit einer Kettmasche. In der nächsten Runde werden wir jetzt die Bändelchen häkeln, mit denen wir die Schuhe dann später zusammenbinden können. Und zwar machen wir jetzt eine Luftmaschenkette mit 45 Luftmaschen und anschließend werden wir dann an der Luftmaschenkette entlang wieder nach unten häkeln zur Schuhkante. Und zwar machen wir das mit Kettmaschen. Also 45 Luftmaschen jetzt. Da springe ich dann auch schnell wieder ein bisschen nach vorne. Jetzt sind wir oben angelangt mit den 45 Luftmaschen und können jetzt Kettmaschen machen. Es ist am Anfang ein bisschen tüdelig hier, bis man ein kleines Stückchen hat, das man festhalten kann, um dann die Häkelnadel durchzuziehen. Also machen wir jetzt Kettmaschen in jede Luftmasche hier der Luftmaschenkette und häkeln uns langsam wieder nach unten zur Schuhkante herunter. Und dann mache ich gleich wieder einen Sprung runter zum Ende der Luftmaschenkette hier. Da sind wir gerade an unseren letzten Kettmaschen hier an der Luftmaschenkette und sind gleich wieder an der Schuhkante angelangt. Da ist unser erstes Bändelchen. Und nun werden wir in die nächsten 26 Maschen hier an der Schuhkante häkeln. Und zwar alles Kettmaschen, also 26 Kettmaschen, jeweils eine Kettmasche in die nächsten 26 Maschen.
wenn wir dann unsere 26 Kettmaschen an der Schuhkante entlang gehäkelt haben, können wir wieder eine Luftmaschenkette mit 45 Luftmaschen machen und uns dann wieder mit Kettmaschen entlang herunterhäkeln. Das habe ich hier jetzt auch schnell wieder vorgespult. Du kannst ja jetzt das Video kurz auf Pause machen, um dein zweites Bändelchen hier zu häkeln. Und wenn wir dann wieder angekommen sind mit unseren Kettmaschen an der Schuhkante, dann werden wir jetzt einfach für die restliche Runde auch immer noch Kettmaschen entlang der Schuhkante häkeln. Das macht alles schön dekorativ und sieht dann ganz schick aus. Und da springen wir jetzt auch schnell wieder nach vorne, sind dann auch schon fast am Ende angekommen. Ich häkel dann immer noch gern nochmal 2, 3 mehr Kettmaschen, weil ich finde, das sieht ganz dekorativ aus. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Schürchen hier. Jetzt schneide ich das Garn ab und ziehe es durch die letzte Masche und dann nehme ich meine Wollnadel und vernähe das Garn im Schuh, sodass man es nicht mehr sehen kann. Und dann ist unser erstes Schürchen auch schon fertig. Kann ich noch den Faden hier abschneiden und ein kleines Schleifchen binden hier am Schürchen. Und dann wiederholen wir das gleiche nochmal für den zweiten Schuh auch und haben dann 2 Schürchen. Vielen Dank, dass du mit mir hier zusammen gehäkelt hast. Das hat doch echt Spaß gemacht. Die Videoanleitung für die anderen Schuhgrößen und die Häkeln-Lernserie sind unter diesem Video verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du zu meiner Webseite gehen und dir meine Schnittmuster anschauen. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Unterstützung und ich hoffe, ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.